Willkommen zum entspannten Teil des Abends. Zuallererst schenken wir uns eine Tasse Tee ein. Der Tee ist sehr heiß. Wir verbrennen uns den Mund. Wir setzen uns bequem hin und atmen ein und atmen aus. Wir atmen ein. Wir hören Flugzeuge. Uns wird schwindelig. Wir atmen aus. Wir atmen ein. Wir wundern uns. Wir sind alle nur Mandarinen im Obstregal des Lebens. Wir atmen aus. Unsere Schale ist faltig und wir sind ständig sauer. Wir atmen ein. Unser Puls steigt. Wir atmen aus. Wir spüren unsere Mitte. Unsere Mitte fühlt sich seltsam an. Vielleicht war das Abendessen von gestern doch nicht mehr gut. Wir denken nach. Haben wir schon eingeatmet? Wir atmen zur Sicherheit noch einmal ein. Wir spüren, wie unser Blut in unseren Ohren rauscht. Wir atmen aus. Was ist das? Juckt da etwa unsere Nase? Wir widerstehen dem Drang, uns an der Nase zu kratzen. Stattdessen atmen wir lieber ein. Einatmen hat noch niemandem geschadet. Wir atmen aus. Die Nase juckt nun noch viel doller. Vielleicht hat sich ein kleines Haar an die Nase gesetzt oder eine Staubfluse, vielleicht auch eine Stechmücke, die wegen der globalen Erwärmung immer noch nicht gestorben ist. Wir atmen ein. Vielleicht atmen wir die Mücke ja mit ein. Wir atmen aus. Wir haben die Mücke nicht mit eingeatmet. Wir atmen. Schwer. Wir fühlen uns sehr entspannt. Entspannt. Wir fühlen die Entspannung in unserem Nacken und unserem Schultergürtel.
Diese verdammten Nachbarn machen schon wieder Krach, während wir uns entspannen. Wir atmen tief ein. Wir spüren eine wohlige Wärme aufsteigen. Das muss Hass sein. Wir atmen laut aus. Wir atmen unsere Emotionen mit aus. Huch, klang dieses Ausatmen wie ein Halt doch deine Fresse, Nachbar. Möglich. Wir sind im Einklang mit dem Universum. Als das Universum noch sehr jung war und sehr chaotisch, sehr heiß, als alles sich mit sehr großen Geschwindigkeiten bewegte und ständig kollidierte. Wir sind ein Urknall. Urknall. Ur. Kann diese Uhr nicht mal aufhören zu ticken? Wir achten nicht mehr darauf, ob wir ein- oder ausatmen. Irgendwie ist Meditation eine tolle Sache. Das sollten wir öfter mal machen. Wir fühlen uns sehr lebendig. Wir ziehen unsere Schuhe an und gehen mal zum Nachbarn rüber. Einfach mal klingeln und fragen, ob er mit meditieren möchte. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.